Gott, ich habe vergessen, dass die vorhin eine Durchsage gemacht haben, wo die sagen, ja, nicht mit Kameras oder Handys oder so auf den Balkon gehen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich bin gar nicht zu Hause, ich bin auf der AIDA. Und ja, weil sich sehr viele so einfach mal, keine Ahnung, ein Video drüber gewünscht haben. Oder ich sollte euch ja einfach so ein bisschen meinen Tag dort zeigen auf der AIDA. Dachte ich mir, ich treffe einfach mal ein Spend a Day with Me auf der AIDA. Und ja, also wir sind gerade am Hafen von Barcelona. Und wir wollten halt hier ein bisschen shoppen gehen. Deswegen bin ich auch relativ früh aufgestanden. Normal, ich schlafe immer bis, boah, keine Ahnung. Ich mache mich jetzt fertig, dass wir frühstücken gehen können zusammen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen rum da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Also das Licht hier und alles ist jetzt nicht so optimal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, Leute. Aber ich suche jetzt erstmal für mich ein Outfit raus, weil ich kann nicht nur in meinem T-Shirt hier frühstücken gehen. Und wir sind seit 5 Tagen hier. Und meine Klamotten sind immer noch im Koffer. Und das ist gerade ordentlich, Leute. Das ist normal immer komplett so aufgewühlt und keine Ahnung was. Ja, meine Mutter hat sich schön in den Schrank eingeordnet und ich suche alles aus dem Koffer. Ich ziehe wahrscheinlich mein Bikini, so eine kurze Hose an, mit so einem Top. Das Ding ist, ich will jetzt nicht so ein krass kurzes Top nehmen, weil es ist halt ein bisschen langweilig, weil ich trage instant wirklich seit irgendwie 2-3 Tagen. Immer dieses Top hier, das ist so dieses von New Yorker. Hier, das hier. Ich kann das echt nicht mehr tragen. Okay, Leute, ich habe jetzt nichts anderes gefunden, deswegen habe ich einfach eine kurze Hose angezogen und so ein gelbes Crop Top. Oh mein Gott, das ist mit der Kamera gerade irgendwie ganz blöd von der Perspektive her. Und jetzt werde ich kurz Zähne putzen gehen und so. Und dann gehen wir frühstücken. Meine Mutter wartet unten auf mich. Ich habe jetzt hier den Post und jetzt mache ich noch meine Haare. Ich lasse den einfach so offen. Ein bisschen Body Spray. Das hier. Und Mango Temptation riecht so gut, Leute. Also wenn ihr gute Body Sprays braucht, holt euch. Ja, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall los. Also, was will ich jetzt auf jeden Fall los zum Frühstück? Und ich nehme mich jetzt über den Weg dahin ein bisschen mit. Aber ich filme mit Handy, weil mit Kamera. Ne. Ich muss meine Karte mitnehmen. Meine BART-Karte. Wo war auch meine Tasche? Oh Gott. Ich bin immer noch im Halbschlaf, weil heute. Wir waren ja in Barcelona. In die Stadt und so, und dann müssen wir schon ein bisschen früher aufstehen. Meine Mutter weckt mir so, easy, uns aufstehen. Ich so, ja, gleich. Ich kann meine Taschen mit einer. Ich so, warte mal kurz. Geh mir jetzt los. Vom Frühstück zurück. Wir warten jetzt nur noch auf den Tobi, weil der schläft immer ein bisschen länger. Und der ist jetzt erst frühstücken gegangen. Ich glaube, der ist, keine Ahnung, 15 Minuten oder so da, bis der fertig ist. Eine halbe Stunde oder so. Ich weiß gar nicht, wie früh es ist. Und ich gebe euch später auf jeden Fall auch noch mal eine Roomtour. Aber erst, wenn der Zimmer Service da war. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Tobi. Und dann gehen wir los nach Barcelona. Und Leute, ich freue mich halt so sehr. Ich war halt wirklich noch nie so
irgendwie in anderen Städten. Also ich war immer so Italien, Frankreich, mehr so am Meer. Aber da, wo wir so waren, so in der Stadt und so, Marseille oder... Ja, also Marseille war jetzt nicht so schön. Aber zum Beispiel Mallorca, so die Stadt, das war schon sehr schön. Mama, komm mal her, Mama. Komm mal her. Was? So Leute, wir sind jetzt da in Barcelona und Leute, es ist so warm. Leute, wir jetzt diese Takis. Eigentlich, ich wollte diese blauen, aber die gab es nicht. Es ist laut gerade, oder? Hört man mich? Schrei einfach. Eigentlich wollte ich diese blauen, aber die gab es nicht. Deswegen habe ich jetzt die mit Chili genommen. Und wir probieren die jetzt. Ich mache schon mal mein Getränk auf. Wir riechen halt erstmal. Da ist so viel drin. Ich gebe richtig hier schon mit. Man spielt so ein bisschen schärfer, aber es geht sind voll. Gut? Es geht voll. Die sind gut? Dann nehmen wir noch welche mit, oder? Hm? Für zu Hause, für meine Friends. Mama riecht es auch, wenn ich so rede. Für meine Freunde zu Hause. Ja, ich möchte auch mit. So Leute, wir sind wieder zurück. Ja, ich will euch ehrlich, ich habe eine halbe Stunde so einen kleinen Powernap gemacht, weil ich so unfassbar müde war. Und ja, jetzt haben wir eigentlich nur noch vor. Boah, es riecht schön draußen, aber leider super laut. Das heißt, wenn ich jetzt aufmache, wartet also einfach selber. Das ist super laut, hört man das? Ich glaube schon. Hier ist eben der Eingangsbereich, hier ist die Tür, da kommt man rein, da hat man erstmal diese Aussicht. Dann ist hier das Badezimmer. Das ist eigentlich relativ groß sogar, finde ich. Gehen wir eins weiter und kommen wir hier zu so einem Ankleidezimmer. Da sind jetzt nur die Sachen von meiner Mutter drin. Aber das ist auf jeden Fall einfach so ein Zimmer mit einem Kleiderschrank drin. Auch relativ groß, finde ich. Also es ist ja 2 Meter lang ungefähr. Oh Gott. Und ja, ist praktisch. Ich lebe zwar aus meinem Koffer seit einer Woche, aber ist praktisch. So, dann ein paar Schritte weiter kommt hier meine Couch. Meine Couch. Hier liegen einfach alle meine Klamotten, mein Koffer. Ihr wisst nicht, ich habe das aufgeräumt, also meine Mutter hat es aufgeräumt. Das sah so schlimm aus, das war alles so ein Berg und es ging so nach oben, überall lang meine Klamotten. Ja, also diese Couch ist im Prinzip mein Kleiderschrank. Dieser Sessel hier. So, hier ist eine Art Schreibtisch. Ich habe es jetzt ein bisschen ordentlicher gemacht. Und ich schminke mich hier immer, weil man kann sich so hochklappen. Und dann ist hier ein Spiegel. Und ja, hier habe ich meine ganzen Schminksachen drin.
Ist auf jeden Fall praktisch. Ich finde es nur schade, dass hier kein Licht ist, wie bei dem Spiegel im Bad. Aber ja. So, hier kommt dann unser Bett, also von meiner Mutter. Wir haben es das geteilt. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, sehr bequem. Ja, was soll ich sagen? Man hat hier Steckdosen, einen Nachttisch und ja, auf beiden Seiten ist es gleich. Kommen wir zum Balkon. Das wird jetzt gleich ein bisschen laut, aber ja, egal. Man macht es jetzt auf jeden Fall hier. Warte mal kurz. Oh Gott, hier erstmal auf. Und dann. Oh mein Gott, der ist so groß, Leute. Man hat hier wirklich richtig viel Platz, also richtig viel. Und da ist auch eine Hängematte. Das sieht richtig, das ist richtig bequem, wenn man hier liegt. Man kann sich richtig schön sonnen. Und wir haben mit einer der besten Aussichten, finde ich. Das Boot wird gerade übrigens getankt. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass die vorhin eine Durchsage gemacht haben, wo die sagen, ja, nicht mit Kameras oder Handys oder so auf den Balkon gehen. Das ignorieren wir jetzt mal, okay, weil das irgendwie was mit Gas und so. Oh mein Gott, Leute. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nochmal von hier. Wir haben mit einer der besten Aussichten, weil wir immer den Blick so aufs ganze Meer da haben. Und ja. Ist auf jeden Fall richtig cool. Und die Hängematte, wenn man da drin liegt, oh, das ist ein Traum. Auf jeden Fall, Leute, ich zeige euch jetzt noch. Oh Gott. Ich zeige euch jetzt noch die Sachen, die ich gekauft habe. Ich hoffe, man sieht mich gut. Ich fange jetzt erstmal an mit. Ja, ich fange jetzt an. Und zwar, das ist eine Sache, ich freue mich sehr darauf, das auszuprobieren. Und zwar der Benetint. Ich habe das auf TikTok halt überall gesehen. Die haben damit voll die Clean Girl Looks geschminkt und so. Und deswegen, ja, ich muss sie mitnehmen. Ich finde es einfach praktisch, so hier so auf die Backen so als leichter Blush und auf die Lippen so. Das sieht so schön aus immer. Und deswegen, ich habe ihn jetzt auch, Leute, den Benetint. Und ich probiere den später auf jeden Fall aus. Und ja, aber es sieht so krass aus, weil das ist wirklich so einfach komplett dunkles Rot. Riecht eigentlich nach was? Oh, ja, das riecht, weiß ich nicht, aber es riecht irgendwie nach der Hälfte von der Schminke von meiner Mutter. Das riecht auch alles so vegan irgendwie. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Wenn die Kommentare gehen, dann schreibt mal, ob ihr den auch habt und was ihr davon haltet. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Leute, ich habe 15 Euro bezahlt. Ich rede von einer Wimpernzange. 15 Euro, Leute. Und zwar habe ich die von Sephora gekauft. Und oh mein Gott, ich habe auf TikTok halt alle so, ja, ihr müsst euch eine Wimpernzange holen, die ein bisschen hochwertiger ist. Und ja, dann ist es halt besser und dies, das. Ich bin jetzt gerade von meiner 98 Cent Action Wimpernzange zu dieser übergestiegen. Ich hole die mal raus als Vergleich. Das Ding ist bei meiner Action Wimpernzange. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass ihr auf diesem Tisch steht. Hier haben wir im Vergleich meine Wimpernzangen. Also die Action Wimpernzange ist inzwischen so alt, dass wenn ich meine Wimpern biege, dass dieser Gummi hier einfach so, warte mal, stellt euch mal vor, meine Wimpern sind da dazwischen. Und dieser Gummi, warte mal, das ist jetzt nicht so, hier, der geht einfach mal manchmal mit hoch und dann reißt der meine Wimpern aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil, also, die hat halt hier so Löcher und ich mag das eh mehr, wenn das so Löcher sind, weil da kann man nicht so abrutschen. Und eine Freundin von mir, Lucy, es geht, hat sich auch damit die Wimpern rausgerissen. Hat jetzt hier in der Mitte keine Wimpern. Und ich habe noch nie so eine teure Wimpernzange gehabt. Wow. Oh mein Gott. Die fühlt sich so hochwertig an. Oh mein Gott, Leute, okay. Ihr könnt mir nicht sagen, die Wimpernzange. Ja, okay, sie ist benutzt, aber trotzdem die hier vom und die hier. Aber ja, man merkt schon einen krassen Unterschied. Damit kann man so Armtraining machen und so. Adern. das habe ich alles bei Sephora geholt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich bei Stradivarius geholt habe. Fangen wir an mit den Ohrringen. Warte mal. Das hat sich
verhängt. Ich muss es ordentlich machen. So. Jetzt habe ich die hier geholt. Und ich finde die so schön, Leute. Das sind immer einfach so dicke, goldene Ringe. Dann, ich finde die unnormal süß mit dem Herz hier. Dann so dünnere. Das da ist so, das sind so Ringe und ich kann die hier ja so reinmachen. In meine zwei Ohrlöcher. Und dann nochmal so doppelte Ringe und so. Kreise. Ovale. Kreise. Nee, warte mal. Finde ich einfach richtig schön. Die geben mir richtig so Pinterest-Vibes irgendwie. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich muss aufpassen, dass ich den Schmuck hier nicht verliere, weil ich bin ein Experte darin, Schmuck zu verlieren. Anyway, machen wir weiter mit Ketten. Und zwar habe ich einmal dieses Set hier geholt. Das ist erstmal hier so eine Goldkette, dann hier so eine, eine Perlenkette mit so einem Kreuzchen. Hier. Oh mein Gott, meine Nägel. Voll eklig. Dann eine, nochmal so eine Goldkette und so eine größere mit so einem Kreuz. Und ja, kommen wir zu den Klamotten, Leute. Und zwar, ich habe bei Bershka zwei Tops geholt. Die sind richtig cool, finde ich. Eigentlich wollte ich dort ein Kleid holen, so für den letzten Abend. Ich wollte so schick essen gehen mit der Family. Aber da gab es einfach nicht so coole Kleider. Und deswegen habe ich mich einfach für zwei Tops entschieden. Und zwar das Top. I love Pizza Every Day. Ich finde es einfach super schön. Es beschreibt mein Leben. Das ist einfach so cool. Ich mag's. Und es stimmt halt einfach auch. Und ich habe mir überlegt, ich ziehe es mal dann zum Pizza-Essen an. Also, wenn du das hier siehst, Papa, wenn wir das nächste Mal Pizza essen gehen, dann ziehe ich das T-Shirt hier an. Und dann habe ich mir das hier geholt. Jamaika. Einfach so ein Top. Das ist, glaube ich, auch ganz süß. Das Basic. So sieht das aus. Ja. Okay, Leute, und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Weil ich wollte noch duschen gehen und ich muss um 5:45 fertig sein. Also Leute, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich meine, warte mal, ich rufe meine Mutter mal an. Meine Mama. Jetzt erstmal mein Outfit hin und zwar dieses grüne Shirt hier. Also das grüne hier mit Trackpants oder Baggy Jeans Trackpants. Mit dieser Trackpants hier. Und meinen Schmuck. Okay, dann haben wir das. Was mal. Das war hier hinlegen. Dann brauche ich noch Socken. Die sind hier. Socken. Okay, passt. Mein Schmuck und da liegt alles. Okay, dann gehe ich jetzt duschen. Oh, Durchsage. Brücke. Die Flüssig-Erdgasübernahme ist nun beendet. Ah. Alle diesbezüglichen Einschränkungen sind aufgehoben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear guests. Ja. Leute, ich gehe jetzt los duschen und wir sehen uns gleich wieder. Und boom. Ich habe mich gerade so dafür gestresst, Leute, dafür, dass meine Mutter mir sagt, naja, du kannst dir Zeit lassen und alles gut. Ich kann nicht mehr, Leute. Leute, es ist jetzt 18.10 Uhr. So ziehe ich jetzt aus. Warte mal. So, das Outfit hier. Und ich liebe dieses T-Shirt. Ich glaube, ich habe mich echt verliebt. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall los, weil ich lasse dich umdrehen, weil ich gerade ein bisschen lange war. Oh, mein Benetton liegt auf dem Boden. Den ich alle meine Freunde hier. Wenn ihr. Digga. Könnt ihr da so reinploppen? Geht da, ihr flutscht einfach so rein. Ich brauche 10 Jahre, ich muss meine Schuhe meistens mal aufmachen. Los. Leute, mit Essen bin ich jetzt auch fertig. Ja, ich habe gerade noch mal ein bisschen was drauf und ja, das war zu viel. Mir ist gerade aufgefallen, wir fahren morgen früh. Ich muss meinen Koffer noch packen. Also Leute, Mama ist jetzt auch wieder da und ich bin hier gerade sehr am Räumen. Hier sind zwar die Schminksachen und Mama denkt, ich kann das so. Ja, du musst ja eigentlich, packt man ja da, genau, da jetzt auch noch rein und dann kannst du es zuklappen. Ach,
Genau. Zum ersten Mal packe ich nicht. Tobi liegt da draußen irgendwo. Der chillt in der Hängematte. Schaut schlimm aus. Ja, Mama. Also die würde ich nicht in den Koffer tun. Ja, wohin dann? In deine Tasche? Leg sie mal auf die Seite. Wenn bei dir noch so viel Luft ist, dass nicht gequetscht werden, dann geht's. Aber so ist es ja schwierig. So, Dalle. Wir haben jetzt fast fertig. Der Balkon ist schon frei. Also die haben natürlich gar nicht ans Schiff. Mein Koffer ist gepackt. Mamas Koffer ist auch ready fast. Und ja, wir gehen jetzt doch mal an die Bar. Was trinken. Und dann gehe ich ins Bett, weil ich bin super müde. Und ja, deswegen würde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, adios, amigos.